Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Angespielt, mit mir, dem Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute Total War Pharaoh mit Irsu, den darf ich euch heute zeigen. Und wir werden gleich ein bisschen über diese Persönlichkeit sprechen. Irsu ist historisch gesehen äußerst interessant und interessant ist natürlich auch, wie er hier porträtiert wird. Wir werden mal so überlegen, was daran stimmen könnte und was nicht. Aber bevor es losgeht, wir spielen es auf Veteranenschwierigkeit, die zweithöchste. Und ich habe noch mal ein paar Kampagnenanpassungen vorgenommen, die kann ich euch einmal ganz kurz noch erklären. Ich schalte die Einheitenverstärkung nach Gefechten aus. Ich habe die Seevölker deaktiviert, das ist, glaube ich, klar. Meine Einheitennachschubrate ist auf niedrig und die KI wird sich vermutlich wieder recht aggressiv verhalten, so dass wir hier in verschiedene Kriege reingeraten werden. Das ist auch der Grund, warum ich den Einheitenunterhalt auf normal gestellt habe und jetzt nicht zusätzlich erschwert habe, wie ich das bei Bay gemacht habe, denn ich glaube, hier könnte es dann interessant werden, wenn man an zwei oder mehreren Fronten kämpft, sich hier gegenüber den anderen Fraktionen zu erwehren. Ich bin gespannt, wie wir den Irsu hier spielen können. Und wir fangen erstmal an und wir sollen alles niederbrennen. Ihr kennt das übrigens, ich schneide alle Videosequenzen und nach Möglichkeit immer die Ladebildschirme raus, wenn ich da jetzt nichts Tolles zu erzählen habe. Wundert euch also nicht darüber. Wenn ihr weitere Let's Plays sucht, wo ich das ausführlicher zeige, dann schaut euch doch mein Ramses Let's Play an auf meinem Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da lasst. Und ja, ich habe ganz viele Videos zu Pharaoh gemacht und ihr werdet da auch immer wieder weitere finden. Die Spezialität ist, dass wir auch immer in die historische Perspektive gucken. Und wir gucken heute bei Irsu auf jeden Fall in Ansätzen mal rein, was so an diesen Warlords zwischen der 19. und 20. beziehungsweise zwischen der 18. und der 20. Dynastie so zu sagen ist und was wir über diese Völker der Yasu, zu denen Irsu vielleicht gehört hat, wohl wissen. Okay, damit erstmal genug. Wir starten direkt durch. Kampagnenanpassung haben wir gemacht. Los geht's. Ja, das überspringen wir, ne? Es ist ganz interessant, er porträtiert sich hier in einer Selbstzuschreibung als altes Krokodil, das die Endline frisst. Und er möchte, dass man sich in alle Zeiten an seinen Namen erinnert. Und das ist bei Irsu tatsächlich sehr kompliziert, denn das mit dem Namen, das ist bei diesen alten Papyroi, wo diese Namen drauf überliefert sind, immer so eine Sache. Okay, also starten wir los und die ganze Kampagnenberatung überspringen wir. Besondere Hofmanöver, kostenlose Achtung bei Horusgeleit bzw. Shemsuhor, wie ich das hier immer nenne. Vorgeschlagene Position, erster Kommandant Ägyptens oder Hattis, je nachdem mit welchem Legacy wir hier spielen, also mit welchem Vermächtnis wir spielen. Wir haben einen verringerten Zivilisationsstatus und mehr Einkommen aus Raubzügen und Plünderungen. Normalerweise spiele ich ja nicht so damit. Das kann man eigentlich nur machen, wenn Armeen günstig sind und man nicht so viel erobern muss. Aber vielleicht wird das ja heute ganz interessant. Okay, gut, dann. Was wissen wir über diesen Irsu? Also erstmal, wir wissen noch nicht mal, ob er überhaupt genau Irsu hieß. Die Bezeichnung Irsu würde bedeuten, derjenige, der sich selbst gemacht hat oder sich selbst zu etwas gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass man ihn einfach nur Su genannt hat. Also diese Namenszuschreibung, das sind zusammengesetzte Wörter, die dann ein neues Wort eben oder einen Titel hier in dem Fall, eine Art Herrschertitel ergeben sollen. Und er soll, so überliefert ist zumindest der Harris Papyrus, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist einer der ganz wichtigen. Ja, es ist einer der ganz wichtigen Papyrer, jetzt sagen wir bitte gerade ruhig, Irsu, ich sag gerade was Wichtiges über dich. Das ist einer der ganz wichtigen Papyroi, die wir haben, weil wir sonst kaum Kenntnisse über die Zeit haben. Und da wird von einem Shazu gesprochen, der in Ägypten Verheerungen angerichtet haben soll. Und wir wissen auch aus einer Stele, die der spätere ägyptische Pharao Setnach, der dann nach eigenen Angaben dafür gesorgt hat, dass dieser Bürgerkrieg in der Zeit, in der Irsu gelebt hat, vorbei war, dass diese Raubzüge dann wohl eben auch ein Ende gefunden haben. Und sehr, sehr viel ist einfach Spekulation, wie zum Beispiel diese ganze charakterliche Ausgestaltung, hier brennt alles nieder. Okay, also, wenn er, das ist ja eine Vermutung, dass er ein Shazu war, man vermutet, dass er aus dem Gebiet des heutigen Syrien kommt. Und in diesem Gebiet lebten in der damaligen Zeit viele nomadische Stämme, die sich unter anderem als Söldner verdingten in den Armeen der Hethiter und der Ägypter. Und
Was machen diese Söldnerarmeen normalerweise? Nun ja, die stehen halt im Sold ihres Arbeitgebers. Und wenn die keinen Sold kriegen, dann ziehen die rum und plündern halt die Landschaft und nehmen sich, was sie halt brauchen. Das ist ganz typisch und das ist ein Phänomen, das zieht sich durch bis in die frühe Neuzeit. Also gar nicht mal so wahnsinnig ungewöhnlich. Heute gibt es das bestimmt auch noch. Ich möchte jetzt aber keine Parallelen zur heutigen Zeit ziehen, sondern erstmal ein bisschen auf die Zeit eben hier gucken. Daher erwerben sich diese Leute sehr schnell den Titel, dass sie alles niederbrennen und plündern, weil sie ja sie bekommen einen Sold und den reichern sie dadurch an, dass sie zusätzliche Beute machen. Und wenn sie diesen Sold nicht kriegen, was durchaus sehr häufig vorkommen kann, gerade in solchen Bürgerkriegszeiten, weil die Machtverhältnisse sehr schnell wechseln, dann nehmen sie sich, was sie nicht bekommen haben und plündern dann halt einfach auch die Territorien ihres Arbeitgebers. So erwerben die also sehr schnell den Ruf, dass sie halt rücksichtslose, grausame, plündernde Horden seien, die nur auf den eigenen Profit bedacht sind. Und so wird Irsu natürlich hier dann eben auch porträtiert. Aber trotzdem kennen wir überhaupt, also das sind alles Vermutungen, ja. Wenn er tatsächlich zum Volk der Shazu gehörte, dann könnte es sein, dass er einen Söldnerberuf ausgeübt hat, was tatsächlich wahrscheinlich ist, dass er in irgendeinem Dienstverhältnis auch mit einem ägyptischen Pharao oder hethitischen König vielleicht einmal gestanden hat, hat sich im Kriegshandwerk verdingt und hat dann nachher versucht, daraus selbst Kapital zu schlagen. Jetzt gibt es aber eine Sache, die hebt den Irsu so ein bisschen von den anderen ab, die wir hier in dieser Epoche so treffen. Also es geht ja um die Zeit des Bürgerkrieges zwischen Amenmesse und Setos dem Zweiten. Die haben wir ja beide hier als ägyptische Fraktionen in dem Spiel. Zeitlich passt es teilweise nicht immer so gut hier, aber lassen wir das jetzt mal außen vor. Also hier in dem Spiel, ja, historisch ist das halbwegs sicher, dass es in dieser Zeit stattgefunden haben dürfte. Und in dieser Bürgerkriegszeit kommt also ein oder tritt also eine Gestalt in Erscheinung, die so porträtiert wird, dass sie Ich bin so eine Herrschaft motiviert. über Ich denke nur Ägypten. noch zweimal am Tag. Alter, guck mal, der ist am anderen Ende der Karte und schimpft immer noch. Sorry. Die eine Art Herrschaft über ägyptische Ländereien errichtet hat. Die genaue Ausdehnung ist nicht bekannt. In der Quelle steht das gesamte Land. Es dürfte wahrscheinlich nicht komplett ganz Ägypten gewesen sein, weil das würde ja eine Territorialherrschaft nahelegen, die es in der damaligen Zeit nicht gegeben hat. Aber man würde wahrscheinlich sagen, alle Länder, über die er in der Lage war, eine Kontrolle auszuüben, über die hat er dann auch eine Kontrolle ausgeführt und hat sie tributpflichtig gemacht. Das heißt, die mussten ihm was bezahlen. Wer musste ihm was bezahlen? Man weiß es nicht genau. Die Bevölkerung wahrscheinlich. Und in dem Papyrus Harris findet sich eben auch noch der Hinweis darauf, dass es die Tempel gewesen sein können. Es steht so viel drin wie: Sie machten die Götter zu Menschen und es wurden keine Opfergaben mehr in den Tempeln dargebracht. Die So die Zivilisation ist auf dem Übersetzung von James Vormarsch. Henry Brested, der den 1906 übersetzt hat. Es gibt noch eine spätere Übersetzung, 1979 von Hans Gödecke, ganz bekannter Forscher. Der hat den so ein bisschen anders übersetzt, also das ist echt schwierig. Ja, und der, sorry, dass ich jetzt hier gerade die ganze Zeit übrigens nur auf Zypern bin, aber wenn der Irso so schimpft, dann will ich nicht auch noch schimpfen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Irsu unter anderem auch eben die Tempel geplündert hat. Warum ergibt das Sinn? Die Tempel in Ägypten waren sehr, sehr mächtig. Wir haben uns diese Tempel damals nicht vorzustellen. Wieso, weiß ich nicht, da ist irgendwie so ein kleines Kloster mit 10 alten Männern, die da wohnen, sondern das sind große Herrschaftsbezirke, die über eine eigene angeschlossene, in Anführungszeichen, Verwaltung, eben angemessen der damaligen Zeit verfügen und lokale Herrschaft ausüben. Und dazu in der Lage sind, auch größere Reichtümer anzuhäufen. Die wären also natürlich ein beliebtes Ziel. Ordnungsmensch, so fade. Ich höre den immer noch. Und da keine Opfergaben mehr dargebracht worden sind, ist egal, komm, ich glaube, ich muss ihm was zu tun geben. Und da keine Opfergaben mehr dargebracht worden sind, könnte das eben halt auch bedeuten, naja, der Irsut, der hat die entsprechenden Ländereien geplündert und eben unter anderem auch die Tempel. Und die Leute haben sich in den Tempeln nicht mehr sicher gefühlt. Die Leute hatten kein Geld mehr und konnten keine Opfergaben in den Tempeln mehr darbringen. Das gehört bald mir. Ja, dann gehört es jetzt bald dir. Also zeig mal, was hat denn der Typ da? Zwei Bogenschützen, ne? Wir haben auch zwei, unsere sind besser. Wie viel Reichweite haben die? 150, aber wir haben auch nur 150. Okay. Das direkte Bogenschützenduell gewinnen wir also nicht wahrscheinlich, aber wir haben mehr Zweihandaxtkämpfer, sodass wir das Ding gewinnen dürften.
Und weil wir eine niedrige Verlustverstärkungsrate haben, ich quäl mich ja gerne in den Games, machen wir mal Gefecht führen. Wir spielen übrigens auch mit diesem Gefechtsrealismus-Modus, keine Pause machen und dann irgendwie Befehle geben oder so. Ist nicht. Ich glaube, ich kann, zumindest gestern habe ich es probiert, da war die Pause-Funktion sogar komplett deaktiviert, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Ich glaube, den Rückzug aus Gefechten habe ich aber erlaubt. Wenn ihr euch mal einen richtigen Gefallen tun wollt, nicht, dann deaktiviert mal die Option, sich aus Gefechten zurückziehen zu können. Also es wird ein Schlachtfest werden. Es wird ein Schlachtfest werden. Los geht's, komm. Ja, nee, das finde ich nicht so gut vom Wetter her. Ja, okay, gut, das machen wir. Ich glaube, so lange wird dieses Gefecht eh nicht dauern. Ich stelle mich mal kurz auf und wir springen gleich mal in die Schlacht rein, wenn die Kampfhandlungen losgehen. Ich kann nur schon mal so viel verraten. Ich denke, ich werde auf mehreren Seiten angreifen, weil ich die besseren Axtkämpfer habe. So sieht meine Aufstellung aus. Los geht's. Lasst sie büßen. Schickt sie zum Mord. Hier nach. Vorwärts, Marsch. So. Diese Schweine haben uns ausgetrickst. Noch gar nichts. Ne, wirklich ausgetrickst haben die uns nicht. Hier entlang, Brüder. Ja, an der Seite lang stellen, komm. Sorry, das Click-Spamming ist gleich zu Ende. Aber wir müssen einmal hier auf die Fernkämpfer draufkommen. Für die Schlacht geboren. Volle Köcher. Hier entlang, Brüder. Hier lang. Okay. Mir nach. Oh, du Depp, komm hier. Ich kann nur dummerweise zwei Bewegungsbefehle geben. Weil die Einheiten eine Vorhutaufstellung haben, kann man hier sehr gut verwenden. Lass sie bluten. Willen stark. In die Schlacht. Nee, warte. Mir nach. Bewegung, Krieger. Stellt euch den Tor. Ja, ich glaube, das hier passt. Relativ starke Garnison. Hier entlang, Brüder. Will nur, dass meine Einheiten nicht irgendwie stehen bleiben. Deswegen gebe ich denen diese Bewegungsbefehle mit der Shift-Taste. Sehr praktische Sache. Weiter, weiter, weiter. Jawohl. So, nächsten Axtkämpfer hier im Einsatz. Ihr macht Quatsch, aber das kennen wir. Und Irsu ist langsam. Ne, von wegen altes Krokodil. Ich würde mal eher sagen, eine relativ alte Schnecke ist er, glaube ich. Ich finde das sehr interessant, wie die Einheiten hier eigentlich fast gleich schnell sind. Aber sonst könnte er die auch gar nicht so gut verteidigen, ne? Stell du dich hier auf die Seite. Komm, nimm den Irsu mit hier auf die Seite. Und dann schauen wir mal, ob wir das über die Moral gewinnen. Das wäre vielleicht interessant. Hier, Attacke, komm. Direkt draufstürmen. Jawohl. Bewegung, Krieger. Er versucht es auf der anderen Seite. Okay, dann laufen wir hier hin. Ja, sehr schön. Wir versuchen einfach, diese ganzen Bogenschützen zu zerhacken. Furchtlos. Wir werden nicht wanken. Mhm. Ja, komm mit hier hin. Vorwärts, Marsch! Immer stark! Krieger von Kanaan! Oh, schießt da drauf. Ja. Eine Defensivstellung. Immer stark! Jawohl! Löscht sie aus! Sehr gut, und hier runter kommt. Bewegung, Krieger! Du hast ein, die Bogenschützen sind tatsächlich hier die wertlosesten Einheiten, deswegen würde ich mit denen versuchen, hier die Basis zu erobern. Also hier in der Situation auf jeden Fall. Wir könnten da hinten reinschießen, aber wir haben schon die Axtkämpfer hier in der Nähe, also. Komm hier, du musst ja nicht weiter verfolgen. Nimm mal lieber weiter die Basis hier ein. Wer ist das jetzt? Der verliert gegen die Axtkämpfer. Komm mal raus da. Hier entlang, Brüder! Den Rest macht Captain Kanaan höchstpersönlich. Das Chaos. Krieger von Kanaan. Weiter, weiter, weiter. Was ist gleich? Komm, schnell. Marschiert. Jawohl. Okay, los geht's. Vorwärts, switchen die Einheiten da oben. Und Attacke. Schickt sie zu Mord.
Boah, Alter, wie kann man sich nur so schlecht da hinstellen? So bitte. Danke, dann haben wir da nämlich gleich die Front gewonnen und dann kriegt er hier ein Problem. Halt, komm zurück. Gebt niemals auf! Naja, hier dann. Vorwärts, Marsch! Willensstark! Für die Schlacht geboren! Hältst du noch ein bisschen durch und nimm den Irrsinn mit hier rüber. Ich reiße euch in Stöcke. Klasse. Ich will sie schreien hören. Wow, okay, das war jetzt unerwartet. Okay. Dann gewinnen wir es über die Moral, ja? Jetzt fürchten sie uns. Ja, dem hinterher. Unmöglich. Warum läufst denn du nicht weiter? Ich hab dich doch hier hochgeschickt. Lasst sie büßen. Nee, bleib hier, komm. Komm zurück. Ich glaube, den Rest gewinnen wir jetzt so. Den gewinnen wir jetzt über die Moral, oder? Dann soll er versuchen, hier den Siegpunkt wieder einzunehmen. Die KI liebt das. Kommt. Oh, Kinder. Weil die treffen den noch nicht mal, ne? Ah, oh, das ist so schlecht, ne? Und der ist so schnell. Er ist so schnell. Wo ist der andere Axtkämpfer, den ich hier hochgeschickt habe? Ah, Bogenschütze. Ne? Ja, komm, nimm es mit. Nimm den auch noch mit. Komm, das funktioniert ja nicht da drüben. Ja. Zweifelt nicht an uns. Versteckt sich jetzt da im Wald, das macht aber nichts, wir haben eh keine, Möglichkeit da drauf zu schießen. Wow, du bist wieder da. Cool, okay. Dann tu mal so. Hier entlang, tu mal so, als würdest du da oben den Siegpunkt einnehmen. Das wird ihn in einen Gewissenskonflikt bringen. Und möchtest du schießen, du willst nicht schießen, oder? Doch, ah, hier, von wegen Pazifist, ne? Lasst sie bluten. Ja, mal hier rüber bitte. Genau, erst vorher um Erlaubnis fragen, ob man sich zurückziehen darf. So bescheuert, oder? So bescheuert. Guck mal, der hat immer noch 38, Mann. Der kämpft gegen 4 Leute. Der ist komplett im Stiefelkreis. Aber, ja gut, ne? Da musst du dich halt drauf einstellen, wenn du auf sehr schwer spielst, ne? Musst du dich drauf einstellen. Das ist nicht so... Axtkrieger! Das ist nicht alles Ponyhof, ne, was du hier kriegst, ne? So, hier die Einheiten durchschicken. Man muss sich halt viel um diese Situationen kümmern, dass du diese Kommandanten halt nicht triffst, ne? Das hat aber was mit den Animationen zu tun. Die Einheiten blockieren sich halt hier gegenseitig. Ergibt irgendwo ja auch Sinn, weil man halt sagen kann, okay, ne, Captain Kanaan mit seinem langen Speer, der braucht ja auch irgendwie Platz, um da mal zuzupieksen, ne? Bewegung, Krieger! Die Schwierigkeit besteht aber halt dann natürlich darin auch, dass ihr ja irgendwie diese Einheiten ja nicht 1 gegen 1 kämpfen lassen könnt, weil dann gewinnt ihr die Nahkämpfe nicht. Ja, sondern im Idealfall habt ihr noch irgendwelche Zweihand-Axtkämpfer, die da mit dabei sind. Und die Nummer hier ein bisschen entspannter für euch machen. Und wenn wir den General hier schon gekillt hätten, ich glaube, das Gefecht wäre schon zu Ende. Aber gut, okay, jetzt machen wir es halt so. Ja, dann ist es dann auch zu Ende und dann können wir das auch beenden, weil die Generäle erwischen wir jetzt sowieso nicht mehr und gucken wir, MVP, Zweihand-Axtkämpfer, wer hätte gedacht, außer die Einheit hier, das war die, die ich in den Defensivmodus gestellt habe und ich glaube, das war jetzt nicht so die schlauste Variante, ne? Da hat er die dann einfach überwältigt, das werde ich nicht nochmal machen mit denen. Es gibt auch Zweihand-Axtkämpfer, die haben den Bonus, dass sie große Feinde den Ansturm abwehren können, das hat hier aber... glaube ich, nicht so gut funktioniert. Am Ende geben ja, wir besetzen das, ne? Ich bin der ja, wir haben ein paar besondere Gebäude, genau. Sowas zum Beispiel hier. Zwangsarbeiterkomplex. Wachstum der Arbeiterschaft, Nahrung, Produktion von Ressourcen, aber ein Malus auf Zufriedenheit. Ist das das, was man will? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Es kommt darauf an, welche Gottheiten wir haben, ne? Okay, also Nahrung brauchen wir hier. Hier können wir Einheiten rekrutieren, Stufe 2 Axtkämpfer, das ist sehr gut. Und wenn wir das aufwerten würden, dann bekommen wir Stufe 3 Bogenschütze, die kosten ein bisschen Bronze, aber wir bekommen Keulenträger, Stufe 3. Das ist eine coole Einheit, dann machen wir das doch.
Damaskus kriegen wir nicht so einfach. Jaffa kriegen wir vielleicht einfacher. Das gehört bald mir. Ich würde auch sagen, alles. Wir rekrutieren direkt wieder weiter. Brauchen wir Bogenschützen? Ich würde sagen, eine sehr effektive Einheit für uns wären auf jeden Fall natürlich nochmal 2 Handachskämpfer, weil das einfach richtig gute Einheiten sind. Finde ich ganz praktisch. Wir bekommen zusätzliche Unterstützung und Gefechtsbeute. Trotzdem werden wir den Teufel tun und ihn, wobei der Nachschubwert, der ist schon nice, aber wir spielen ihn natürlich mit einem niedrigeren Unterhalt und einem höheren Einflusswert. Das ist das, was wir brauchen. Bewegung auf Land minus 10 für feindliche Armeen, das finde ich gut. Haben wir noch was gefunden? Nö. Sollte man am Anfang immer gucken. Okay. Dann zeig mal doch mal, wer ist unsere verehrte Gottheit? Das ist der Moloch. Der gehört auch zu uns. Und der Moloch, der bringt immerhin Nahkampfabwehr bei Rekrutierung und Wachstum der Arbeiterschaft. Bei Interaktion, was bringt uns Moloch bei Interaktion? Das sehen wir, wenn wir hier drauf gehen, glaube ich. Moral plus 12, Schadensresistenz gegen Geschosse plus 12%, ist auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Effektdauer 6 Runden ist stark, ne? Das ist auf jeden Fall stark. Wenn wir hier jetzt ausbauen, ich weiß nicht, ob wir da so schnell weiterkommen. Wollen wir die Stadt hier kolonisieren? Wir bekämen Holz dadurch. Das wirkt auf mich jetzt erstmal äußerst sinnhaft. Und wir sollten uns überlegen, ob wir hier noch irgendwas bauen, was unseren Einfluss erhöht. Etwas, was unseren Einfluss erhöht, wäre zum Beispiel hier ganz praktisch, damit wir schneller hier nach Norden kommen. Aber wo wollen wir denn geografisch als erstes hin? Uns werden sowieso alle Fraktionen nachher den Krieg erklären, weil wir spielen auf sehr schwer. Momentan ist es auf jeden Fall noch so, dass uns die anderen Fraktionen alle den Krieg erklären. Irgendwann ab Runde 8 oder 10, je nachdem, wie schnell wir hier jetzt voranschreiten, Damaskus zu bekommen, das wird auf jeden Fall die dickste Nuss zu knacken sein. Amuru zu nehmen ist nicht unbedingt das Schlaueste. Emma zu nehmen könnte sich lohnen, weil wir hier oben keine zusätzliche Front bekommen. Dann wäre also hier der Außenposten sinnvoll. Damit wir hier direkt die zusätzliche Bewegungsreichweite holen. Und dann wäre hier der Handelsposten sinnvoll. Und eigentlich wäre der Tempel des Moloch wäre hier sinnvoller. Das wird aber dann so nicht funktionieren. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann machen wir hier den Tempel des Moloch hin und hier den Außenposten. Dann können wir nämlich, wenn wir aus Tadmor rausrücken, können wir direkt diese Dinger hier mitnehmen, alle drei. Ne? Das ist so die Option, die wir dann für uns haben. Im Moment allerdings ist das nicht die Variante, die ich anstrebe, denn wir sollten direkt versuchen, einen zusätzlichen Helden zu rekrutieren. Die Frage ist nur, ob wir ihn jetzt rekrutieren müssen, denn der kostet sehr viel Nahrung. Im Unterhalt 350 bis 400, schätze ich mal. Für Jaffa brauchen wir den Helden nicht unbedingt. Wir brauchen ihn eher für Damaskus. Und damit wir ihn in Damaskus nutzen können, müssen wir schauen, welche Gebäude er hier hat. Er hat aber hier keine Garnisonsgebäude. Das ist also unser Vorteil. Dann schlage ich vor, wir rekrutieren jetzt bereits unseren Helden. Wir haben keine wirklich guten Optionen hier. Dann nehmen wir den Balschilek. Und der kann nächste Runde mitkommen. Und hier holen wir uns den Tempel des Moloch, denn wir gehen zuerst in Richtung Stadt. Warum? Weil wir bei der Stadt die Option haben, nicht nur die größte Armee des Gegners festzusetzen, sondern weil wir ihn dazu zwingen, dass er nachher eine Stadt ohne Mauern verteidigen muss, wenn er viele Truppen hat. Und ich halte das für eine starke Option. Außerdem können wir ihm hier eine Falle stellen. Das habe ich zumindest vor. Ich muss gucken, ob wir das schaffen. Ungewöhnliche Unterstützungschance ist hier unsere besondere Fähigkeit. Das ist sehr nice. Dann nehmen wir doch hier die Nahrung und, die zusätzliche Zufriedenheit. Also Einfluss gibt es hier nicht. Wir haben hier also eine andere Erlasslage, wie man es im Behördendeutsch sagen würde. Ich habe ausgeschaltet, dass ich mit den gegnerischen Fraktionen Ressourcen handeln darf. Wir können also noch gucken, ob wir irgendwie Nicht-Angriffspakt bekommen. Mit Bay wäre zum Beispiel einer drin. Dann sollten wir das vielleicht auch tatsächlich tun. Ich kann noch nicht großartig viel von ihm fordern, außer dass er hier Damaskus den Krieg beitritt. Aber dann sind wir bei minus 160. Also machen wir einen Nicht-Angriffspakt mit Bay. Warum nicht? Die andere kanaanitische Fraktion. Haben wir noch jemanden? Sichem. Ich werde mein Volk vereinen. Ich helfe euch.
euch mit Vergnügen. Ja, ich kann dem keine Ressourcen geben. Ich kann ihm nur ein Ultimatum stellen, dann verliere ich aber Glaubwürdigkeit. Also insofern geht das nicht. Und ihr seht also hier, da sind gewisse Schwierigkeiten sind vorprogrammiert. Ja, also wir können nur durch Gebiete, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht noch nicht mal durch Gebiete. Lass mich mal gerade... Ja, warte mal, wenn wir... Wir testen das mal ganz kurz. Ja, nimm mal bitte hier den Bruder. Ja doch, Territorien kann ich ihm geben. Ja. Alles klar, dann beenden wir die Runde. Achso, ja, ja, der kolonisiert das Ding da oben, ne? Das wäre für uns eher unpraktisch. Ist das genug für euch? Ich hoff's. Es herrscht das Chaos. Folgt mir, Männer. Jetzt sehen, ob er da eine... Raubfürst von Kanaan. Ob er da Einheiten drin hat, ne? Los, beweist euch.